und technisch starke Mannschaft. Langer Ball. Fehler Kahan und der Mann mit der 7. Mit einem Heber, Zoltán Stieber mit 4 Toren und 5 Vorlagen, der Topscorer der zweiten Liga. Jetzt müsste der Ball links raus und da kommt er. Ball kommt zu Stieber, beste aller Manne in der Anfangsphase und dann ist der Ball drin. Benjamin Auer, der Ex-Mainzer, trifft zum 1:0, 25. Minute. Von 2002 bis 2006 kickte er am Bruchweg für die 05er. Im Duell gegen seinen ehemaligen Verein nutzt er die Hereingabe von Stieber. Kein Abseits. Die rechte Mainzer Abwehrseite. Ein großer Schwachpunkt. Klasse Timing von Stieber, der den Kapitän Auer optimal bedient. Die junge Tivoli-Truppe führt gegen das Top-Team der ersten Liga. Mirko Kasper über rechts und in der Mitte der beste Mann auf dem Feld. Wieder Stieber. Klasse Direktabnahme. Die Christian Wettklo im Mainzer Tor. Alles abverlangt. Der hätte gepasst. Was für eine Chance. Respekt Aachen. Der 10. der zweiten Liga. Besser als der Tabellenplatz aussagt. Wer gedacht hat, Mainz würde nun im zweiten Durchgang mutiger, der sah sich getäuscht. Stattdessen Aachen. Die nächste Chance. Viel Tempo und hoher Einsatz. Erneut der überragende Stieber nach Fehler Noweski. Ganz, ganz viel Glück für Mainz. Unfassbar, was da in der Mainzer Hintermannschaft los ist. In der Liga Top, im Pokal mit einem Aussetzer nach dem anderen. Aachen ganz, ganz nah dran am zweiten Treffer. Nur 2 Minuten nach dem 2:0. Wieder Aachen. Die pausenlos die Zweikämpfe annehmen, die Aachener. Der eingewechselte Risse kommt zu spät. Die nächste Chance für den Zweitligisten Stieber, der Ungar, an allen Offensivaktionen beteiligt. Geschwindigkeitsfußball und Mainz läuft planlos in die Gegenangriffe rein. Junglas, ist das die Entscheidung? Nein.